Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Modellbauvideo bzw. diesmal einer Vorstellung meines Ultraschallgerätes. Ja, das ist das gute Stück, das besitze ich schon seit ungefähr 2 Jahren und ist eigentlich das Einfachste vom Einfachsten, ist nämlich von Aldi, soweit ich weiß, noch weiß. Das Ding hat höchstens 40 Euro gekostet und macht seinen Dienst seit mehreren Jahren eigentlich relativ gut. Ist nichts Besonderes, ist kein Hochleistungs-Ultraschallgerät. Es reicht für den Modellbau, also für mich reicht es auf jeden Fall. Ich möchte euch das Teil einfach mal vorstellen, da es jetzt in der Zukunft wahrscheinlich immer und immer mehr gebraucht wird. Denn auf dem Markt, auch auf dem 1:87 Markt, gibt es natürlich jetzt immer mehr von diesen 3D-Druckmodellen. Aber auch schon damals bei den kleinen Serienmodellen aus dem Guss war das auch schon sehr wichtig. Das habe ich aber damals nie benutzt. Das habe ich aber dann auch später gemerkt, den Unterschied. Das Teil ist eigentlich relativ gut behandelt vor und beugt vor Verschmutzungen und hat natürlich auch den Sinn, ein bisschen zu entfetten. Das liegt daran, dass es bei der Herstellung von Guss- und 3D-Druckmodellen immer so eine gewisse Reinigung bedarf, wenn es fertig ist. Ich kann euch das mal zeigen, wie das ungefähr funktioniert. Wenn man das Ding einmal hat, benötigt man eigentlich nichts Besonderes mehr, außer Wasser. Ich habe in dem Fall auch nur normales Wasser. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, man braucht Reinigungsmittel. Da ich jetzt nur Plastikteile habe, denke ich, reicht Wasser. Ich habe da bisher gute Erfahrungen mit gemacht. Es hat seinen Zweck erfüllt und alles sauber gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn man hier Metallgegenstände reinpackt. Das habe ich jetzt noch nicht versucht. Ob man da eine spezielle Reinigungsflüssigkeit braucht für richtiges Öl, was dann von dem, je nach dem Zahnrad oder was ab muss. Aber im Moment habe ich einfach nur Wasser drin. Ja, ich habe jetzt mal hier so einen 3D-Druckteil, die es ja auch immer jetzt mehr gibt in der Modellbauwelt. Die sind auf so einem Gestell. Kann ich euch auch nochmal ein kleines Video zu 3D-Druckmodellen machen. Auf jeden Fall habe ich das mal vor, weil das auch ein Thema ist, was immer mehr in den Vordergrund kommt. Ja, das lege ich jetzt einfach hier rein. Es gibt auch noch Zubehör dafür. Kleine, ich sag mal, abgetrennte Kammern. Wenn man noch kleinere Dinge hat, die dann nicht in dem Sieb hier, das ist ja ein Sieb, die dann nicht in dem Sieb untergehen sollen, kann man dann hier nochmal extra eine Kamera eintrennen. Ich finde die Siebe gerade aber nicht, weil ich die so gut wie gar nicht nutze. Ja, das Ganze ist kein Zauberwerk und man macht das Ding einfach zu. Da kann man hier noch seine Zeit einstellen, was man möchte. 3 Minuten, 4 Minuten 80 oder 90 Sekunden. Ist relativ wurscht. Und ja, dann drückst du hier einfach auf Start und dann geht das los. Ja, das ist Ultraschall. Also Ultraschall, um mal ganz, ganz grob und klein und kurz zu erklären. So hat es mir jemand erklärt und so habe ich es auch erfahren. Es ist einfach eine Art Schwingung. Es ist eine elektrische, ja ungefähr 50 Watt hat das Ding, elektrische Schwingung, die das Wasser hin und her bringt und es so reinigt, quasi eine Art Sog erzeugt und ja, damit die Reinigung fortschreitet. Wenn ich jetzt Quatsch erzählt habe, dann entschuldigt mich, aber so habe ich das jetzt mal erzählt bekommen. Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob das Ding überhaupt eine Vibrationswanne hat, aber es könnte sogar sein, das stand jetzt nicht auf der Verpackung drauf. Es gibt da wahrscheinlich Unterschiede. Also wie gesagt, das ist 50 Watt. Das ist jetzt nichts Besonderes, das ist kein Hochleistungsteil. Das erfüllt seinen Zweck und ja, man sieht dann auch, wenn man dann fertig ist, dass das Zeug auf jeden Fall wirkt, wenn dann überall das Dreck auf dem Untergrund liegt. Ihr seht jetzt hier vielleicht schon, ne, kann man gar nicht sehen, so ein paar kleine Luftbläschen. Die setzen sich jetzt an dem Teil fest und die erzeugen dann quasi eine kleine Detonation und damit sprengen die Dreckpartikel frei oder die Öle, je nachdem. Das ist eigentlich nichts Besonderes, hier läuft eine schöne Zeit ab. Also für mich reicht das vollkommen im Modellbau. Wir haben auch nicht große Teile, deswegen braucht man nur so ein kleines Teil. Es gibt natürlich auch riesengroße Bäder. Ja, das ist jetzt schon fertig. Hätte ich jetzt natürlich auch länger machen können. Jetzt kann man das Ding wieder rausholen. So. Jetzt kann ich euch das mal zeigen. Na gut, das kann man jetzt nicht so gut sehen, aber es ist ziemlich trüb, das Wasser. Gut, ich habe da jetzt auch schon vorher einige andere Sachen mitgemacht. Muss man mal wieder wechseln, das Wasser.
Diese Wanne hier, weiß ich nicht, ob das wirklich eine sogenannte Vibrationswanne ist, aber wie gesagt, mir ist das relativ wurscht, denn es funktioniert. Ja, das Ding ist jetzt so gut wie entfettet und sauber. Es wird jetzt abgetrocknet und dann kann das Ding quasi ja, verbastelt werden. Was natürlich auch enorm dazu beiträgt, ist, dass die Farbe auf diesem, ja, ich sag mal, auf diesen Teilen besser haftet. Also ich habe das auch früher gemerkt, da habe ich das nie gemacht, da hatte ich das Teil nicht und habe die ersten Gussmodelle und 3D-Druckmodelle einfach so lackiert. Und es macht doch schon einen Unterschied, wenn man die lackieren möchte, ob man die vorher gereinigt hat oder nicht. Deswegen macht es schon Sinn, sich so ein Teil anzuschaffen. Wie gesagt, das ist nicht groß, es kostet nicht viel Geld und es läuft von alleine. Also von daher sehe ich da jetzt keinen Grund, da mal nicht zu investieren. Natürlich kann man da auch ganz normale Modellautos reinpacken, ja. Nur das Problem an der ganzen Sache, was ich jetzt festgestellt habe, da drin ist ja natürlich eine Luftblase. Und wenn du einmal darin Wasser hast, kriegst du das nicht mehr so gut raus, beziehungsweise beschlägt dir die ganze Scheibe. Wenn du wirklich dreckige Modellautos hast, kannst du das tun. Die werden auch irgendwann wieder trocken. So ist das ja nicht. Ob das Wasser dann komplett aus dem Auto rausgeht und verdunstet, ist eine andere Frage. Irgendwann wahrscheinlich schon. Also man kann da eigentlich alles reinlegen. Man kann da auch Metall reinlegen. Also wie gesagt, das ist ja eigentlich für Brillen und für andere Gegenstände. Aber wie gesagt, für mich ist es hauptsächlich für die 3D-Druckmodelle und die Gussmodelle. Von daher ist das quasi in erster Linie dafür da, das Gerät. Es nimmt nicht viel Platz weg, man kann es überall hinstellen. Es kostet nicht viel und macht seine Arbeit selber. Von daher sehe ich da keinen Grund, da mal nicht zu investieren. Natürlich fühlen sich Boote hier auf dem Wasser am wohlsten und das möchten wir dem kleinen Bötchen hier auch nicht den Spaß verderben und lassen ihn noch ein bisschen reinigen im Wasser. So, ich denke, das war es soweit. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt sie in die Kommentare. Und ja, ihr dürft auch gerne dem Video einen Daumen hinterlassen und natürlich nicht vergessen zu abonnieren. Dann bis zum nächsten Mal.